Hallo Leute und willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Wir waren zuletzt im Gespräch ja mit Eri. Eine Feie wurde verletzt, aber fragen wir doch erstmal nach ihr, bevor wir unseren Quest hier weitermachen. Viele Zyklen hinweg habe ich den Wald durchstreift und den Wissenssteinen der großen Balladen gelauscht. Und davor habe ich in den Gärten von Ysa gelebt. Aber ich bevorzuge die Ruhe dieses Dorfes, die Fröhlichkeit der Ahnungslosen. Feidenlande. Die Feienlande. Ja, ich habe dieses Wort schon einmal gehört, aber ich verstehe seine Bedeutung nicht. Es gibt nur Feien und es gibt nur das Land. Die Denkweise dieser Almain ist so bezaubernd. Ich mag jede einzelne traurige Seele in diesem Dorf. Sogar den sturen Herk mit seinem sanften Herzen und den betrunkenen alten Arnik. Und die Witwe fasziniert mich. Ihr ist nicht bewusst, dass ihr Liebster tot ist. Ich beobachte sie von meinem Platz aus und hoffe, die Gründe für ihr Streben und ihre Leidenschaften begreifen zu können. Wenn ich könnte, würde ich jedem von ihnen die Ewigkeit schenken. Doch leider kann ich das nicht. Gärten von Ysa. Ich kann euch nicht viel darüber verraten. Die Gärten sind das Juwel des Hofes des Sommers. Ein Wunder, das nur wenige Sterbliche je erblicken durften. Sie liegen weit östlich von hier, in einem Wald, der alle verschlingt, die seine Geheimnisse nicht kennen. Ihr solltet derartigen Mysterien nicht nachjagen, Sterbliche. Sie sind nicht für euch bestimmt. Piep, Entschuldigung, eine Feie wurde verletzt. Ja, ich habe das Verbrechen beobachtet, obgleich ich den Angreifer nicht erkannt habe. Es ist oftmals sehr schwierig, Sterbliche auseinanderzuhalten. Das Opfer war Illuvia, aber ich kenne sie nur flüchtig. Ihr hofft sicher auf einen Rat von mir, aber ich kann euch keinen geben. Wenn der große Kreislauf auf sie wartet, dann ist das ebenso. Dennoch würde es mich interessieren, ob die Behandlungsmethoden von euch Sterblichen bei jemandem von meinem Volk anschlagen. Das wollte ich schon immer wissen. Es müsste jedenfalls etwas Starkes sein. Eure empfindlichen Körper sind weitaus anfälliger als unsere. Ich finde es ohnehin erstaunlich, wie lange ihr damit leben könnt. Ja, wo finde ich denn einen Heiltrank? Oder fragen wir erstmal nach dem großen Kreislauf. Was meint sie denn damit? Wir alle sind von der Gnade der wechselnden Zyklen abhängig. Sterbliche ebenso wie Feien. Wenn für jemanden die Zeit gekommen ist, in den großen Kreislauf überzugehen, dürfen wir uns nicht dagegen wehren. Der Tod ist wie der Herbst und ebenso natürlich wie die letztendliche Wiedergeburt. Wo finde ich einen Heiltrank? Vielleicht hat eure Apothekerin einen. Ihr könnt den Trank natürlich auch selbst herstellen, wenn ihr entsprechend ausgebildet seid. Okay, dann muss ich ja wieder einfach nur zurück zum Hof des Sommers, oder? Lebt wohl. Ich dachte jetzt eigentlich, dass sie mir helfen kann, aber nicht so richtig, oder? So, das ist immer so. Wenn ich jetzt hier reingehe in mein Inventar nochmal und zu meinen Waffen mit dem Bogen, dann habe ich jetzt gar keine Pfeile dazu oder habe ich automatisch welche oder... Naja, wir versuchen es mal. Vielleicht klappt's ja. So, ich soll jetzt wieder... Nanu, soll ich jetzt doch zu ihr oder... Warum wird mir das hier so südlich angezeigt? Sie steht da noch. Kann ich hier vielleicht runter? Ja. Ich will ja gar nicht. Nee, ich soll weiter runter. Ich will mir aber nicht wehtun. Ich glaube, ich muss hier erstmal wieder runter. Einfacheren Weg. Vielleicht mal hier links rum. Ach, da habe ich noch nicht jemanden ausgebeutet. Mache ich das mal eben. Aha, gut. Dann habe ich den auch. Kann ich die Blumen hier noch rupfen? Vielleicht brauchen wir das ja auch noch für die... Huch, hast du die auch gerupft? Ja. Wer weiß, ob man das braucht. Für... Wo gehe ich jetzt am besten lang? Hier, ne? Ja. Ja, hier hatte ich ja auch die anderen gedötet. So. Ah, jetzt laufe ich wieder zu ihr. Ich habe mich ablenken lassen von so einer blöden Motte, die hier um mich fliegt. Ist ja furchtbar. Wie im Wald. Hehehe. Ich will ja nicht hoch, ich will runter. Laufe ich mal lieber hier weiter. In der Hoffnung, dass wenn ich hier jetzt so rumgehe, da hinkommen. Hm.
pflücken. Keine Reagenzien gefunden. Was ist denn das da hinten? Das unsichtbare Dingens. Hä? Kannst du hier nicht einfach... Spring mal einfach runter. Hops. Och nö. Oh nö. Wollte. Stirb. Stirb, sonst sterbe ich. Und das will ich nicht. Nimm mal so einen komischen Trank. Wo finde ich die Konsumgut? Hier. So. Geht's ihr wieder gut jetzt? Oder. Hm? Hallo? Geht's dir jetzt gut oder nicht? Geht's dir gut? Gegenstandsrat zu plundern, zufügen. Ich weiß immer nicht. Aber ihr geht's doch gut. Ja, ihr geht's gut. Okay. Es hat nur ein paar Sekunden, glaube ich, gedauert. Hat mir auf jeden Fall ein paar Erfahrungspunkte wiedergegeben. Und ein bisschen Gold. Und vielleicht ja auch noch mehr, weil ich hier lang gehe. Ja, im Bogen, da komme ich auch noch rein. Hat aber Spaß gemacht. Wird schon, wird schon. Ich kann auch schneller laufen. Ist denn hier nicht so lahm? Dann sind wir wieder hier am Hof des Sommers. Und da müssen wir eigentlich nur so nochmal hier in diese Alchemie-Geschichte wahrscheinlich rein, damit wir ihr helfen können, oder? Hier. Ja, genau, Alchemie. Und wenn wir uns da so einen Trank machen lassen, können wir den ihr geben. Zeit ist der entscheidende Faktor. Nie war das zutreffender als jetzt. Mhm. Okay, ich brauche einen Heiltrank. Ich bin sicher, ich habe hier irgendwo ein Fläschchen, aber mir fehlt die Zeit, jetzt danach zu suchen. Was? Es tut mir leid. Was? Was war's? Großer Heiltrank. Meint ihr wirklich, ich könnte mich von irgendetwas trennen? Noch dazu von einer meiner besten Mixturen? Hier wird geforscht. Da ist für Wohlfahrt kein Platz. Also müssen wir erstmal ihr helfen, oder was? Oh. Lebt wohl. Ich kann mich nicht unterhalten. Nee, da... Tag mag keine Faulenzer. Ich will mich auch gar nicht mit dir unterhalten. Ich will den doofen Trank bekommen. Ah, dann werden wir den Quest eben ändern und ihr helfen und dann wird sie uns bestimmt als Dankeschön auch den ollen Trank geben. Mann, Mann, Mann. Vater Dünnwill. Hier, das müssen wir machen. Wo müssen wir denn dafür jetzt hin? Irgendwo da lang. Dann lauf mal. Na je, Mini. Wo lauf ich denn hin? Lauf ich jetzt total falsch? Muss ich jetzt doch eher... Ja. Gut, dann nehme ich mal die Richtung lieber. Ist vielleicht doch der bessere Weg. Ich hoffe es. Hauptsache, wir können da hinten irgendwann auch mal abbiegen. Wir wollen dahin, wo der gelbe Kreis ist. Ich entferne mich aber voll weit. Das ist doof. Hm, ist doch blöd. Wo geht's denn hier am besten lang? Hm. Weh, ich muss jetzt hier Quest für Quest machen, um einen anderen Quest zu lösen. Sowas ist auch immer voll gemein, finde ich. So, weil man will sich erstmal um das eine kümmern und nicht um tausend andere Sachen. Na, mal gucken. Gut, dann gehe ich eben doch hier lang. Kann ich hier lang? Kann ich hier... Willkommen in Gorhard. Der Angriff hat mir Angst gemacht, das könnt ihr mir glauben. Ich bin ja nicht mal eine richtige Wache, nur eine Freiwillige. Da ist mir das Gefängnis wirklich deutlich lieber. Dort befinden sich die Verbrecher wenigstens hinter verschlossenen Türen. Eivin Rathga. Herk Atvold, der Dorfvogt, ist mein Vetter. Ihr seid ihm vielleicht schon begegnet. Herk hatte mich gebeten, nach Gorhard zu ziehen und ihm dabei zu helfen, den Frieden zu bewahren.
Ich bin erst seit wenigen Tagen hier und seht nur, womit ich es schon zu tun habe. Die Rote Legion, Tuata und Leichen auf der Straße. Was für ein fantastischer Anfang. Feier. Ihr wollt wissen, was sie sind? Ich bin mir nicht sicher, aber sie sind schon länger hier, als sich irgendeiner von uns vorstellen kann. Sie sind älter als die Bäume. Wie sollte es auch anders sein? Sie haben sie immerhin gepflanzt. Menschen und Unsterbliche können nicht in Frieden miteinander leben, zumindest nicht ewig. Der Friede zwischen uns und dem Hof des Sommers ist unnatürlich. Das ist meine Meinung. Okay, Gefängnis von Gorhard. Hof des Sommers, Kristallkrieg. Ihr wollt mich zum Narren halten, was? Das hoffe ich zumindest. Schon seit 10 Jahren befinden sich die Sterblichen und die Tuata in einer tödlichen Umarmung. Normalerweise würde ich dieses Blutvergießen verurteilen. Aber wir können es uns nicht leisten, diesen Krieg zu verlieren. Gefängnis von Gorhard. Unsere Gäste mögen zwar nicht von der übelsten Sorte sein, die man in diesen Wäldern findet, aber sie sind schlimm genug, um sich einen Platz in meiner Sammlung verdient zu haben. Also macht keinen Ärger. Das ist ein Befehl. Ja, ist gut hier. Hab ich auch eigentlich nicht vor. Aber manchmal drücke ich auf die falsche Taste und verbrenne Leute. Man könnte ihn eine Nation der Feinde nennen. Eine von 2 vereinten Gruppierungen, die über ihre Art herrschen. Der Hof des Sommers ist nicht unbedingt ein Verbündeter, aber er lässt uns in Frieden. Zumindest meistens. Es sind die anderen Feien, der Hof des Winters, die gefürchteten Tuata hervorbrachten. Einen Clan aus Mördern, der sämtliche Sterblichen unterwerfen und versklaven will. Und was ist mit dir? Du bist einfach nur eine Wache. Kann ich hier jetzt nicht durch? Ach so, ich kann das jetzt hier einfach mal eben hinter denen aufschließen. Okay. Dann schließen wir das mal auf. Einfach mal heimlich aufgedietricht. Okay, wir können jetzt hier rein. Will ich aber hier rein, weil da, wo ich hin wollte... Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Ich glaube, für meinen Quest muss ich noch zurück. Aber ist ja schön, dass wir das hier aufgeschlossen haben, ne? Haben die auch gar nicht gemerkt, dass ich hinter denen die Tür aufgemacht habe? Diese verdammte Rote Legion. Ich dachte gerade, die greift mich an. Ups. Ja. Bin immer noch verwirrt, wo ich hin soll. Der einzige Weg ist eigentlich nach oben gewesen. Was soll ich denn sonst lang? Da geht's wieder zum Hof des Sommers. Ich kann ja nur hier lang. Ich kann nur geradeaus und dann machen wir mal einen Bogen. Vielleicht kommen wir da dann doch wieder hin. Ich bin ja hier vorhin auch runtergesprungen. So, machen wir mal hier so einen Schlenker. Genau. Wenn das jetzt hier so einmal rumgeht, dann komme ich da ja sowieso vielleicht noch an. So, jetzt bist du dran. Nix zum Einsammeln von denen? Schade, aber jeder Kampf gibt, nehme ich mal an, auch ein paar Erfahrungspunkte. Dann lauf mal weiter. Können wir hier nirgendwo rein? Doch, können wir. So, ich nehme alles. Du hast ein Zepter erhalten. Zepter sind Waffen mit großer Reichweite, die von Magiern bevorzugt werden. Jeder Schuss kostet eine geringe Menge Mana. Okay, gucken wir uns das doch mal an. Bei Sekundäre nehme ich mal an. Zepter.
Okay. So, jetzt haben wir ein Zepter. Was haben wir hier? Haben wir hier auch noch irgendwas Neues? Nö, ich glaube nicht. Hier ist unser Langschwert. Konsumgut. Da sind unsere neuen Sachen. Nimm mal einen einfachen Heiltrank. Genau, geht's dir auch gleich viel besser. So, ich glaube, hier sind wir jetzt auf dem richtigen Weg. Das sieht gut aus. Dann kommen wir auch zu unserem Questdingens. Denn wir wollen der armen Feie ja helfen. Ich mag die Feien. Die immer so für so ein Rappelkram mit sich rumschleppen. Hier so ein Gedöns immer hier aus Holz und was weiß ich nicht was. So, hier ist irgendwas Tolles. Berührung des Todes. Kann ich jetzt hier voll die Leute fertig machen? Ich habe ja hier mein Special-Dingens und ich weiß schon wieder gar nicht, wie ich das benutzen kann, aber... Neuer Ort entdeckt. Agnur Fahal. Du hast einen neuen Ort entdeckt. Jetzt kannst du über deine Weltkarte per Schnellreise zu diesem Ort, indem du Back drückst. Okay. Drücke Y, um von der Gebietskarte zur Weltkarte zu wechseln, wenn du die Schnellreise nutzen möchtest. Okay. Ja, will ich ja aber jetzt gar nicht. Ist ja in Ordnung so, wie es ist. Hier kann ich nur irgendwas machen. Da ist eine Tür. Noch was? Ich weiß nicht, ob es stimmt, was die Feien über diese Steine sagen. Doch wenn es stimmt... Nun, das ist einfach zu gut, um es nicht auf ewig zu bewahren. Lystrum war nicht in der Stadt, als Artal zu Besuch kam. Lystrum kennt Artal nicht. Und Artal ist älter und etwas seltsam. Man könnte sie für eine Schicksalsweberin halten. Als Lystrum wieder in die Stadt kam, fand er dort Artal das Orakel vor. Ich sagte Lystrum, ihre Prophezeiungen sind unglaublich. Geh sie aufsuchen. Ach, ihr hättet es sehen sollen. Okay. Ein Gockel, sagte sie, wird zu einem Mann werden und dieser Mann wird euer Geliebter werden. Er wird für euch sorgen, euch zum Lachen bringen, euer Leben aufregender und einfacher machen. Doch eines dürft ihr nie vergessen, er darf kein Hühnerfleisch essen. Gelegentlich muss er nach Dingen auf dem Boden picken und jeden Morgen mit der Morgendämmerung wird er einen lauten Schrei ausstoßen. Ja, okay. Ich muss mich immer noch daran gewöhnen, dass hier die Steine mit uns sprechen. Agnur Fahal. So, hier sollen wir auf jeden Fall anscheinend hin. Gucken wir mal. Schauen wir mal, wie ich mich so durchschlage. Ich kann ja mal zwischendurch speichern, ist vielleicht gar nicht schlecht. Man weiß ja nie. Achso, und dann... Nee, Quatsch, das wollte ich gar nicht. Dann hatte ich hier noch rüstungsmäßig was gefunden, was Neues. Aber anscheinend nichts, was besser ist als das, was wir jetzt haben, nehme ich mal an. Nee. Muss ich nochmal gucken. Schlechte Beinschienen. 5, 3, 2. Wir können auch ein paar Sachen demnächst mal verkaufen. Und ein Schild will ich eigentlich nicht. Oder will ich ein Schild? Geht das überhaupt? Dann kann sie ja gar keinen Bogen nehmen. Lass ich mal lieber sein. Okay. Ich weiß nicht, was ich hier für Blumen immer einsammle, aber wir öffnen mal die Tür. Ach, da steht jemand. Das ist gut. Hallo. Sie da. Karth Hilfred. Genau den haben wir gesucht. Was macht ihr hier unten? Wisst ihr nicht, dass Agnur Fahal von den Geistern der Erati heimgesucht wird? Also, seid ihr tollkühn oder nur dumm? Beides. Erathi. Es ist nicht viel bekannt über diese Fabelwesen der Ordnung. Sie haben die Welt vor langer Zeit verlassen.
Und Ruinen wie diese sind ein Symbol ihrer Herrlichkeit. Ich hatte gehofft, die neugierigen Dorfbewohner durch das Verbreiten von Geschichten über Geister und Unholde daran zu hindern, hier weitere Erkundungen anzustellen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Karth. Ich bin in der Alchemie bewandert, aber es hat mir nie Wohlstand oder Respekt eingebracht. Ich werde in diesem Leben nur dann zu Ruhm kommen, wenn ich zur Roten Legion gehöre. Nanne, Henry. Wie so viele andere in Gorhard ist sie unfassbar ignorant. Sie sieht nur, was sie sehen will. Ich bin ihr pflichtbewusster Schüler und sie ist meine weise Mentorin. Ihr ganzes Leben ist eine Lüge, die sie selbst erzählt. Okay, Rote Legion. Sie wählen sehr bedachtsam aus, wen sie in ihren Rängen aufnehmen. Und sie standen meiner Mitgliedschaft zunächst ablehnend gegenüber. Bis ich ihnen von Nanne erzählt habe. Ihre Entdeckung wird den Rat hier einen hohen Preis erzielen und könnte sogar diesen unglückseligen Krieg entscheiden. Aber das ist für mich ohne Bedeutung. Ich will einfach nur einer der Roten werden. Was ist mit der Formel geschehen? Oh, ich verstehe. Die raffinierte Gnomin hat einen Champion gefunden. Wie erquicklich. Nanne war schon immer eine Närrin. So sehr in ihre Arbeit versunken, dass sie die Täuschung direkt vor ihren Augen nicht sah. Die Rote Legion hat ihre Formel. Denn ich habe sie ihnen gegeben. In diesem Augenblick schaffen sie Kisten davon nach Osten zu der Stadt Rathir, wo sie dafür einen hohen Preis erzielen werden. Arme Nanne. So vertrauensselig. So lächerlich. Sie darf natürlich nie von meiner List erfahren. Ihr versteht. Es ist so wack. Was? Hallo, hallo. Du Arsch. Ich komme hier schon gar nicht mehr zum Reden. Schockiert bin ich. Dass du mich angreifst hier, du Penner. Das war's. Glaub's ja wohl nicht. Hier, ich such den und dann greift er mich an. Ja, ja, wir nehmen alles. Natürlich nehme ich alles. Ich brauche auch die Beweismittel. Für das Alchemie-Mädel und ich hoffe, dass wir dann dafür als Belohnung, ja, unseren Trank kriegen. Wir benutzen das mit dem Dietrich. Mal gucken, ob ich das jetzt nochmal hinbekomme. Jawoll. Gut. Sehr schön. So, und jetzt muss ich natürlich zurück. Ja. Ich sehe schon, dass da hinten wieder neue Gegner kommen. Für den Blutzirkus. Alles klar. Quest aktualisiert. Anleitung zum Ärger-Transportkisten zerstören. Die nehmen wir mit. Die Lederstiefel, die finde ich gut anscheinend. Sonst würde sie die ja nicht mitnehmen. Die anderen haben nichts mehr zu plündern. Hier kann ich auch nicht mehr ran. Ja, den Bogen will sie auch nicht. Anscheinend ist unserer gut genug. Ja. Dann laufe ich nochmal weiter hier durch die Gegend, oder... Ich möchte immer gerne zu meinen Waffen hier eigentlich wechseln. Immer so
ich das will. Gut. Alles klar. Sehe ich hier die Leichen auch zum Plündern immer von weit entfernt? Werden die mir angezeigt oder muss ich dann immer selber rumlaufen? Also außer, dass die hier leuchten, ist klar, aber... Jetzt muss ich für die Kisten da auch langlaufen. Okay. Ja, was hier um die Ecke ist, das sehen wir im nächsten Part von Kingdoms of Amalur, Reckoning. Mal gucken, ob wir das andere hier auch noch lösen und wie weit das hier noch geht. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich als erstes hingehen soll. Wir haben hier auch noch nebenbei einen Stufenaufstieg und können hier wieder unsere Punkte vergeben. Das mache ich aber... Nein, möchte ich nicht. Ich möchte eigentlich zurück. Ja, möchte ich. Das machen wir das nächste Mal und ich schaue dann mal, welche ich nehme als nächstes und lese mich nochmal in Ruhe ein. Bis dann!